Hanekenfähr befindet sich südlich von Lingen und ist eines der schönsten Naherholungsgebiete der Stadt Lingen. Die Ems und die teilweise nicht mehr genutzten Kanalsysteme mit altem Baumbestand bieten dem Besucher eine parkähnliche Landschaft. Seinen Namen hat Hanekenfähr von der Fähre, die hier in früheren Zeiten über die Ems führte. Miguel, wir sind hier in Hanekenfähr. Das ist ein Erholungsgebiet in der Umgebung von Lingen. Guck mal da gegenüber. Da ist die alte Schleuse vom Ems-Fechte-Kanal. Wollen wir da mal rüber gehen? Oh ja, machen wir. Gehen wir mal hin. Der Ems-Fechte-Kanal wurde 1879 eröffnet. Dieser Kanal ermöglichte einen direkten Schiffsverkehr bis in das holländische Kanalnetz hinein. Um vom wechselnden Wasserstand der Ems unabhängig zu sein, eröffnete sich diese Wasserstraße in Hanekenfähr mit einer Schleusenanlage und endet in Nordhorn mit einer weiteren Schleuse zur Fechte. Bis Mitte der 1960er Jahre fuhren hier kleine Lastkähne, sogenannte Pünten, in beide Richtungen. 1973 wurde die Schifffahrt eingestellt und 30 Jahre später wurde der Ems-Fechte-Kanal für die Sportschifffahrt freigegeben. Das ehemalige Schleusenwärterhaus ist heute in Privatbesitz und steht unter Denkmalschutz. Das ist hier der Ems-Hase-Kanal. Der ging früher durch bis nach Meppen hin und das hier vorne ist die erste Schleuse. 8 Jahre dauerte der Bau des Ems-Hase-Kanals zwischen Hanekenfähr und Meppen. 26 Kilometer lang mit 4 Schleusen. Fertiggestellt im Jahr 1929. Nun konnte der Kanal von den Haarener Ems-Pünten, die eine Tragkraft von etwa 50 Tonnen hatten, bequem befahren werden. Ein Teilstück der alten Trasse mit Sperrschleuse am Übergang zur Ems und das alte Schleusenwärterhaus sind heute noch erhalten. Es beherbergt heute ein gemütliches Café und ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Diese beiden Wappensteine des Südtors der alten Schleuse erinnern an den Erbauer des Ems-Hase-Kanals. Hier das Wappen des Königreichs Hannover mit dem Welfenross und der Jahreszahl 1824. Links das Monogramm von König Georg IV. Die Schleusenkammer wurde zur damaligen Zeit wesentlich kleiner gebaut. Es gab halt keine großen Schiffe. Eine schiffbare Verbindung zwischen Ruhrgebiet und Nordsee wurde von 1892 bis 1899 gebaut, der Dortmund-Ems-Kanal. Am Übergang in die Ems wurde westlich der alten Sperrschleuse eine neue Fahrt mit einer 165 Meter langen Schleppzugschleuse errichtet, die erste Fahrt. Der Kanal war zunächst für Schiffe mit 600 Tonnen Tragkraft gebaut. Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg das 1000-Tonnen-Schiff zunehmend durchsetzte, wurde der Kanal in den 1950er Jahren auf 45 Meter verbreitert und auf 3,5 Meter vertieft. Bei diesen Baumaßnahmen entstand die sogenannte Zweite Fahrt und ein großes Hochwassersperrtor, das geschlossen werden konnte, um den Kanal vor Überflutungen zu schützen. Später wurde ein weiteres Sperrtor in Betrieb genommen, wodurch auch bei Hochwasser Schleusungen möglich wurden.
Die erste Fahrt des Dortmund-Ems-Kanals und der Ems-Hase-Kanal wurden beim Bau des Sperrtores durch einen Hochwasserschutzdamm von der Ems abgetrennt. In den 1960er Jahren hat der Yachtclub Lingen im alten Fahrwasser seinen Standort gefunden. Ab 1963 erfolgte die Freigabe des Dortmund-Ems-Kanals für das neue Europaschiff mit 1350 Bruttoregistertonnen. Die unterschiedlichen Kanaltrassen mit den Schleusenanlagen, die hier in enger Nachbarschaft erhalten geblieben sind, machen die Entwicklung der Binnenschifffahrt über zwei Jahrhunderte sichtbar und Hanekenfähr zu einem einzigartigen technischen Kulturdenkmal des Kanalbaus in Nordwestdeutschland. Hier trennen sich die Ems und der Dortmund-Ems-Kanal wieder. Wie waren die denn vorher vereint? Ja, ca. 2 Kilometer flussaufwärts sind Ems und Dortmund-Ems-Kanal zusammengeflossen, gehen gemeinsam in einem Bett bis hierhin und hier an dieser Stelle trennen sie sich wieder. In früherer Zeit konnte man hier bei Niedrigwasser die Ems zu Fuß durchqueren. Mit dem Aufstauen der Ems durch das Wehr ab 1825 war die Durchquerung der Ems zu Fuß nicht mehr möglich. Es wurde eine Fähre eingesetzt, damit auch kleine Lastwagen übersetzen konnten. Die Verkehrsverbindung von Lingen nach Schüttorf war geschaffen. Der Fährbetrieb dauerte bis zur Errichtung der ersten Straßenbrücke im Jahr 1914. 1824 wurde das Emswehr als hölzernes Wehr errichtet und 1877 durch ein steinernes Wehr ersetzt. Die Aufstauung der Ems garantierte eine konstante Wasserhöhe im damaligen Ems-Hase-Kanal und später in der ersten Fahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es mehrfach verstärkt, bis hin zu einer Gesamtlänge von 100 Metern. Es beginnt auf der Lingener Seite mit einer Fischtreppe, die den Lachsen die Wanderung flussaufwärts ermöglicht. Der mittlere Teil besteht aus einem festen Betonrücken von über 60 Meter Länge. Auf der Elbergner Seite schließt das Wehr mit einer verstellbaren Klappe ab, damit eine Regulierung des Wasserstandes und der schnellere Ablauf der Wassermassen bei Hochwasser in den Unterlauf der Ems sichergestellt wird. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts zeichnete sich bereits ab, Hanekenfähr entwickelt sich zu einem Naherholungsgebiet. Verschiedene Ausflugslokale waren beliebte Anlaufpunkte. Dazu zählten die Traditionsgaststätten zur schönen Aussicht Schiewing an der Eisenbahnbrücke und die Gaststätte Wehkamp, Schepergeres, heute Hotel am Wasserfall. Auch in dieser Zeit hat Hanekenfähr dem Besucher viel zu bieten. Ein großer Campingplatz, eine Ferienhausanlage und ein Hotel. Regelmäßig laden Fahrgastschiffe zu Ausflugsfahrten auf der Ems und neuerdings auch in den Ems-Vechte-Kanal bis nach Nordhorn ein. Und in mehreren kleinen Hafenanlagen rund um Hanekenfähr haben eine Vielzahl von Freizeit- und Sportbooten einen Liegeplatz gefunden. Gefällt mir echt gut hier. Hab ich dir ja gesagt. Hanekenfähr ist eines der schönsten Ecken von Lingen.